Leute, euer Set hier, willkommen zu einem neuen Video auf dem Food Peppy Trading Kanal und zu Beginn erstmal eine verrückte Nachricht, denn ich bin tatsächlich nicht der Einzige, der gerade erst gecheckt hat, dass es bis zu 7400 versteckte XP in FC25 gibt. Danke an dieser Stelle an Mr. Todde, der mich darauf hingewiesen hat. Ich habe darauf dann vorhin ein TikTok-Video gemacht, ja, und gefragt, ob die anderen wissen, dass es das gibt. Und das Feedback war so extrem groß, dass die auch nicht gecheckt haben, dass es 7400 gratis XP gibt, versteckt in Ultimate Team, mehr oder weniger. Deswegen zeige ich euch, wo ihr diese 7400 XP findet. Außerdem zeige ich euch, wie ihr in den nächsten Tagen, gerade morgen früh, Coins machen könnt. Ja, und Freitag gehen wir natürlich selbstverständlich auch rein. Und ich habe noch die beste Evolution für euch, die es in FC25 gibt. Und die ist gratis. Das sind 3 gratis Evolutions, die man kombinieren muss, um dann am Ende des Tages eine richtig, richtig gute Karte zu bekommen. Wenn euch das gefällt, gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit den versteckten 7000 XP oder 7400 XP. Ihr seid im Hauptmenü, klickt dann einfach hier auf Ziele, da geht ihr rein und das kennt ihr. Ja, die ganz normalen Ultimate Team Aufgaben, für die man XP oder wie es auf Deutsch heißt hier SP, also Spielpunkte bekommt. Jetzt ist es aber so, dass wenn man L2 drückt, öffnet sich ein weiteres Menü. Und da ist nicht nur der Season Pass, den auch einige von euch gesucht haben, zumindest habe ich die DM bekommen, wo denn der Season Pass ist, sondern wir haben auch Management-Aufgaben, Profi-Aufgaben und Clubs-Aufgaben. Wir gehen einfach mal da rein und sehen, wir haben hier extrem viele Aufgaben, die wir in der Manager-Karriere machen können, um für Ultimate Team SP bzw. XP zu bekommen. Und insgesamt sind in diesen versteckten Aufgaben 7400 XP, die wir farmen können. Und das bringt uns halt im Season Pass extrem voran. Ja, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, Manager-Karriere oder Pro-Clubs oder so zu spielen, dann behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Aus dem einfachen Grund, ja, die Saison läuft noch ein bisschen, 35 Tage, heißt, wir haben noch genug Zeit, um auf Level 40 zu kommen. Aber ganz wichtig, wenn ihr Level 40 nicht schaffen solltet und euch fehlen noch bis zu 7400 XP, macht nicht den Fehler und geht zum Beispiel in die UT-Aufgaben rein, wo man dann unter anderem mit einem Trikot, was man kaufen muss im Shop, zusätzliche XP bekommt, sondern farmt die restlichen XP gratis über diese 3 Aufgaben, die ihr hier oben links seht. Ja, speichert das im Kopf ab. Am Ende des Tages kriegt ihr da dann fehlende XP, um Level 40 zu erreichen. Bevor ich euch die beste Evolution FC25 zeige, möchte ich euch noch erklären, wie ihr vor allem morgen früh und morgen Abend richtig viele Coins machen könnt. Und zwar fangen wir an mit morgen früh. Da bekommen wir die ersten Division Rivals Rewards. Das müsste morgen um 10 Uhr sein, wenn mich nicht alles täuscht. Heißt, alle Spieler bekommen ihre ersten tauschbaren Packs. Was passiert? Man öffnet die Packs und stellt die Spieler teilweise Open Bid auf den Transfermarkt. Und da diese Belohnungen zu einem gewissen oder speziellen Zeitpunkt kommen, ist es so, dass man eine Stunde später extrem gut auf die Spieler bieten kann, die Open Bid aus diesen Packs draufgestellt worden sind und sie auch bekommt. Einfach weil da so eine Masse an Spielern ist. Und deswegen möchte ich euch jetzt zeigen, was ihr morgen, ja, eine Stunde nach den Division Rivals Rewards machen könnt, beziehungsweise eine halbe Stunde oder Viertelstunde, bevor diese Stunde dann ausgelaufen ist, sprich um 11 Uhr, wenn Division Rivals um 10 Uhr kommen oder gegen 11 Uhr, um es mal klar aufzudröseln hier. Ja, und das ist einfach, auf alles zu bieten, was einen Wert hat. Erstes Investment, was ihr tätigen könnt, nächste Woche Dienstag sind Frauen-UCL-Spiele und da spielt Paris gegen Manchester City, glaube ich, und da könnt ihr Paris FC-Spieler erbieten. Ja, die sind gerade ein bisschen teuer, probiert die morgen vielleicht während der Rewards für 450 maximal zu erbieten, am besten noch einen Tacken günstiger. Falls ihr nächsten Dienstag dazu Content bringen sollte, ja, das ist eine wirkliche Spekulation, dann könnten diese Karten gut steigen.
Ja, wenn nicht, verkaufen wir sie einfach wieder für den ungefähren Preis. Geht aber nicht all in, nehmt euch so von jeder Karte 3-4 Stück mit. Erbietet euch die und lasst die auf der Kandidatenliste, falls die Spieler steigen, dass wir da vorgesorgt haben. Und wenn nicht, ist das halt so. Es kann nicht jeder Trade aufgehen. Das ist halt nur eine Vermutung, dass es kommen könnte am nächsten Dienstag. Was ihr aber auf jeden Fall auch machen könnt, ist Spieler unter dem Wert zu erbieten. Dafür sucht euch auf Footbin einfach Goldspieler raus bis zu einem Maximalrating von 81. Ja, und guckt, was die wert sind oder sucht euch die wertvollsten raus und probiert dann morgen eine Stunde, nachdem es die Belohnungen gab, diese Spieler per Massenbieten viel günstiger zu bekommen und direkt zum Marktpreis zu verkaufen. Ja, zum Beispiel so einen Moreno für 1,7 könnte man beispielsweise für 1,2 easy erboten bekommen morgen. Ja, da müsst ihr aber wirklich die aktuellen Preise abchecken. Genauso könnt ihr dann morgen eine Stunde nach den Belohnungen Chemiestile erbieten. Zum Beispiel einen Shadow oder einen Hunter. Die sollten auch noch mal einen Tacken günstiger sein. Das gleiche könnt ihr übrigens abends, wenn am Donnerstag dann die Top-Partien kommen, also morgen Abend dann, eine Stunde später, ja, dann laufen auch die Packs aus. Da könnt ihr auch wieder Massenbieten machen. Das hat halt enormes Potenzial. Ich zeige euch das mal kurz. Wir haben das halt auch gestern im Stream gemacht mit Silberspielern. Und zwar mit seltenen Silberspielern aus den Top 9 Nationen. Wir haben die einfach so für 300, 350 Münzen erboten und einfach so sofort wieder draufgestellt und die gehen sehr, sehr gut weg. Natürlich sind 200 Münzen nicht viel Gewinn pro Karte, aber hier gehen wir wirklich über die Masse. Das ist eine Low-Budget-Methode und da war halt auch ein Spieler dabei, den wir uns für 350 Münzen erboten haben. Den konnten wir für 1600 Münzen sofort verkaufen, weil der einfach durchgerutscht ist und gestern Abend hatten wir nicht mal Supply. Wenn Supply ist, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass solche Spieler natürlich immer mehr durchrutschen und das sind natürlich geschenkte Coins. Ein Spieler, ne, für 350 Münzen zu erbieten und direkt für 1600 Münzen zu verkaufen, schmeckt natürlich an dieser Stelle. Deswegen bietet morgen einfach auf alles, was einen Wert hat und verkauft es sofort wieder. Ja, haltet die Karten nicht so lange, probiert die schnell wieder loszuwerden. Jetzt aber noch eine Kleinigkeit und zwar ist das fast schon die letzte Chance zum Early Bird Preis in den Top 100 Trading Channel zu kommen. Ja, hier gibt es dann die Calls direkt aufs Handy. Wir haben jetzt die ersten Mitglieder schon in dem Channel, die vor dem offiziellen FC 25 Release schon über 1 Million Coins durch Trading geschafft haben, ohne rein zu payen. Ja, guckt euch auf der Seite gerne mal um. Hier seht ihr, wie die Calls aussehen. Hier seht ihr die Erfolge der Mitglieder. Das ist wirklich ein qualitativ hochwertiger Trading Channel. Das ist kein 0815 Discord, ja, sondern hier werden richtig Coins gedruckt. Wenn ihr Bock darauf habt und es wirklich ernst meint in FC 25 und auch richtig viele Coins machen wollt, dann klickt mal gerne auf den Link in der Infobox, checkt das Ganze ab und wenn ihr euch immer noch unsicher seid, kann wirklich jeder risikofrei 14 Tage lang das Ganze testen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, ja, ihr werdet drin bleiben wollen. 10 Gänge sind noch hier offen und danach wird es das nicht mehr geben, deswegen gerne mal abchecken. Dann habe ich noch eine wirklich heftige Gratis-Evolution von Joe Gomez gefunden. Joe Gomez ist euch allen ein Begriff, der hat in den letzten Jahren immer so eine richtig heftige Starterkarte gehabt, die Goldkarte ist leider nicht mehr so gut, aber gute Nachrichten, die kann man durch 3 verschiedene Gratis-Evolutions extrem upgraden, ja, guckt euch mal die Karte an, 87 Pace, mit den Werten ist das eigentlich eine Karte, die man erst so im Dezember erwarten kann. Wie ihr die Karte bekommt, zeige ich euch, das Ganze ist hier auf Englisch, das ist die neue Sprint Evolution, aber wir gehen einfach mal auf die Konsole, dann zeige ich euch, in welcher Reihenfolge ihr die Evos machen müsst. Die erste Evolution, die ihr machen müsst, ist die Super Sprint Evolution, die ist gestern rausgekommen, dann kriegt ihr schon mal einen extremen Pace Boost. Wenn ihr die dann fertig gemacht habt, dann müsst ihr, wo ist sie? Ich muss mal weiter durchgehen. Sie ist bei den Willkommens, bei den Evolution-Aufgaben bzw. Evolutions. Müsst ihr die Werte-Limit-Intro-Evolution als 2. Evolution machen. Und wenn ihr die abgeschlossen habt, geht ihr noch mal ein bisschen zurück. Und da habt ihr bei, wo ist es, kosmetische und exklusive Inhalte, die Club-Mitglied-Bonus-Evolution. Und die macht ihr zum Schluss. Und dann kriegt ihr wirklich am Ende diesen 83er Joe Gomez. Und der sieht wirklich, wirklich gut aus. Ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Die beste Evolution habt ihr. Ihr habt Trading-Tipps bis Freitag, die ihr machen könnt. Ja, Freitag gehen wir wieder rein. Da wird es dann neue UV-Listen geben, etc. Und ihr wisst, wie ihr XP farmen könnt. Checkt den Link in der Bio ab. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Set.